Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Erzengel Michael, verwandelt euer Kreuz aus Materie in eine Säule aus strahlendem Licht. Empfangen durch Ronna Wiesane, übersetzt von Wolfgang. Erzengel Michael, zuerst müsst ihr die höheren Frequenzinformationen der göttlichen Blaupause des neuen aquarianischen Zeitalters integrieren, ihre Weisheit erlangen und sie dann teilen. Die Zeit ist gekommen, um die Weisheit und die Prinzipien der alten kosmischen Lehren der Vergangenheit und der neuen Lehren der Zukunft zu verfeinern und zu vereinen. Geliebte, werdet ihr euch in diesem wichtigen Jahr der Transformation bemühen, euer Kreuz der Materie auszugleichen und zu harmonisieren, damit ihr wieder zu einer strahlenden Säule des Lichts werden könnt? Liebesbrief von Ronna. Liebste Seelenfamilie und Freunde, seit einiger Zeit erhalte ich Informationen, die von Erzengel Michael überlichtet, aber nicht von ihm an mich weitergegeben wurden. Einige Informationen kamen vom kosmischen Rat des Lichts, der aufgestiegenen Meister unseres Sonnensystems und einige vom aufgestiegenen Meister Dwal Kul. Ich habe auch viel liebevolle Inspiration, Führung und Ermutigung von der höchsten Ebene meiner viertdimensionalen Überseele, höherem Selbst erhalten, die sich Shas-Shah aus unserer Schwesterngalaxie Andromeda nennt. Vor einigen Jahren wurde ich angewiesen, in den Fällen, in denen die inspirierten Informationen nicht direkt von Erzengel Michael stammen, bezeichne ich mich als Ronna, heilige Schriftführerin. Meine Ausbildung als kosmischer Telepath hat mich nun auf eine weitere Ebene gebracht, da ich mich darauf vorbereite, mich mit meiner ersten Unterebene, der fünfdimensionalen heiligen Triade, vollständig zu verbinden. Als von der Seele durchdrungene Persönlichkeiten werden wir keine Überseele, kein höheres Selbst mehr haben, denn wir werden über unsere Antakarana-Säule des Lebens, des Lichts, direkt mit unserer Einstiegsebene, der fünfdimensionalen heiligen Triade, verbunden sein. Vor einiger Zeit hat Erzengel Michael mir erklärt, wenn du als Überbringer der fortgeschrittenen kosmischen Informationen für das neue Zeitalter den Rest deiner Seelenfragmente in der dritten und vierten Dimension integriert hast und dabei bist, Zugang zu deiner heiligen Triade in der fünften Dimension zu erlangen, musst du deine Fähigkeit unter Beweis stellen, das neue Wissen aus den höheren Bewusstseinsebenen direkt weiterzugeben. Dies muss durch deinen heiligen Herzverstand und dein erweitertes, intuitives Bewusstsein geschehen. Dieser Prozess ist notwendig, um deine physischen, mentalen Fähigkeiten mit deinen intuitiven höheren Fähigkeiten, deiner Verbindung zu deiner spirituellen Triade über den heiligen Verstand und das Herz zu verbinden. Natürlich werden mir die monatlichen Botschaften weiterhin vom geliebten Michael übermittelt, so wie es schon immer der Fall war. In den letzten Jahren war es so, dass er mich auf die Botschaft hinwies, die er zu diesem Zeitpunkt übermitteln wollte. Dann aktualisiert er sie, verfeinert sie und fügt oft erweiterte Informationen hinzu. Er hat mir gesagt, die Massen müssen zuerst die Lehren aus den vielen Büchern der Weisheitslehren integrieren, die wir durch unsere Boten vermittelt haben. Dann wird die Menschheit bereit sein für die fortgeschrittenen Informationen, die unseren Schriftgelehrten und Meisterlehrern jetzt offenbart werden. Die vereinheitlichten Lehren für das neue Zeitalter befinden sich jetzt in einem speziellen Kommunikationszentrum, im Hauptquartier der sechsdimensionalen Stadt des Lichts. Von dort aus werden sie in eine zentral gelegene fünfdimensionale Lichtpyramide gestrahlt, wo das neue zwölfstrahlige Hologramm der kosmischen Weisheit,
der göttlichen Blaupause des neuen Zeitalters für die Erde und die Menschheit nun das gesamte Sonnensystem und die Galaxie durchdrängt. Während wir die neuen Informationen herunterladen und verankern, werden sie allmählich auch für diejenigen zugänglich, die derzeit die verfeinerten Frequenzmuster der drei höheren, vierdimensionalen Unterebenen erleben. Seit meinem Übergangsritual in den letzten paar Jahren hat sich mein Leben dramatisch verändert. Ich weiß jetzt, was es bedeutet, eine von der Seele durchdrungene Persönlichkeit zu sein. Ich habe einige wichtige, verfeinerte Fähigkeiten und ein viel besseres Verständnis des göttlichen Plans für die Zukunft der Menschheit erlangt. Es ist ein Plan, der schon immer vorhanden war und darauf wartet, dass die Menschheit die Rückreise in die höheren Reiche des Lichts antritt. Mein Herz quillt über vor Liebe und Freude, und oft überkommt mich ein Zustand der Glückseligkeit. Die Informationen von Erzengel Michael und dem kosmischen Rat der aufgestiegenen Meister strömen in erstaunlichem Tempo in mein Bewusstsein. Ich versichere euch, liebe Freunde, die Herausforderungen, Prüfungen und Symptome des Aufstiegs sind keine Strafe. Sie alle sind ein Teil unseres Transformationsprozesses, damit wir Zugang zu unserer neuen, wundersamen Welt, Hologramm von morgen, erhalten können. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr bereit seid für den großen Sprung im Selbstbewusstsein, der uns hier angeboten wird, dann teilt uns bitte eure Absicht mit. Ihr werdet dann an die Informationen und die Gruppe weitergeleitet, die für euch geeignet sind. Diese einzigartige Zeit des Aufstiegs der Menschheit ist ein Gruppenereignis. Wenn ihr euch dazu berufen fühlt, nehmt bitte an unserer wundersamen Reise in unsere neue fünftdimensionale Welt teil. Ich verspreche, ihr werdet es nicht bereuen. Ewige Liebe und Engelsegen. Ronna. Erzengel Michael, Ronna, heilige Schriftführerin. Verwandelt euer Kreuz aus Materie in eine Säule aus strahlendem Licht. Meine Tapferen, es ist an der Zeit, dass jeder zu der Tatsache erwacht, die Menschheit und die Erde sind in der Mitte eines beschleunigten evolutionären Prozesses. Das ist das Wunder dieser Zeit, Geliebte. Der höchste Schöpfer strahlt das gesamte Spektrum des göttlichen Lichts in das Universum aus. Dieses kraftvolle, reine Licht dringt durch jede große Zentralsonne, die Residenzwelt des Mitschöpfergottes eines jeden Universums, und von dort aus in jede Ebene der Schöpfung. So wird sichergestellt, dass nach und nach jeder Funke und jedes Fragment der Schöpfung Zugang zu der entsprechenden Ebene des Schöpferbewusstseins erhält. Denkt daran, ihr lebt inmitten der Ewigkeit. Die Botschaften der kosmischen Weisheit, die wir euch überbringen, dienen nicht dazu, weitere Regeln aufzustellen oder neue Dogmen zu erschaffen. Unsere Absicht ist es, eure Herzen mit Liebe zu entflammen und euch einen Blick auf die glorreiche Zukunft zu geben, die vor euch liegt. Da immer mehr Menschen eine von ihrem Seelenselbst ausgelöste Unzufriedenheit verspüren, ist es wichtig, dass die Weisheitslehren des Aufstiegs überprüft und mit den Menschen um euch herum geteilt werden. Ihr, die erwachten Sternenseelen, seid diejenigen, die jetzt die entstehenden Weisheitslehren der Zukunft verbreiten werden. Das Licht der Schöpfung oder die diamantenen Partikel werden jeder Seele, die jemals erschaffen wurde, zur Verfügung gestellt. Für diesen Lichterlösungsprozess gelten jedoch einige Regeln. Jede Seele muss ihr Gefäß vorbereiten, indem sie ihre Schwingungsmuster auf ein bestimmtes Niveau harmonischer Frequenzen anhebt, um diese Partikel des Gotteslichts zu empfangen. Ihr müsst euch daran erinnern, dass diese Lichtteilchen nach ihrem Empfang durch eure liebevolle Absicht aktiviert werden müssen. Die Liebe ist die Kraftquelle,
Der Generator dieser kostbaren Partikel aus der Quelle von allem. Beim Aufstieg geht es darum, eure Schwingungsmuster anzuheben, auszugleichen und zu harmonisieren, damit die vielen Facetten eures göttlichen Selbst herabsteigen und die Herrschaft in eurem heiligen Herzkern übernehmen können. Wenn ihr tiefer in die Weisheit des Kosmos eintaucht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihr einen Zustand der Achtsamkeit beibehaltet. Die Menschheit ist dabei, sich aus einem Zustand der Amnesie zu befreien, den man als ein begrenztes Bewusstsein von sich selbst und der komplexen Weite der Schöpfung bezeichnen könnte. Wir haben es euch in der Vergangenheit erklärt, aber jetzt ist es an der Zeit, euer Gedächtnis aufzufrischen, während ihr die vielen Ebenen und Unterebenen des Bewusstseins durchlauft. Während ihr die Verzerrungen in eurem aurischen Feld beseitigt, findet auch ein wichtiger innerer Prozess statt. Eure gesamte physische Struktur unterliegt komplexen Veränderungen. Lebenswichtige und notwendige Veränderungen, die durch die höheren Frequenzmuster ausgelöst werden, die ihr von der Schöpferquelle über die großen Städte des Lichts aufnehmt. Eure DNA, eure Chakrazentren und euer heiliges Herz und euer Verstand enthalten eure neue göttliche Blaupause. In dem Maße, in dem ihr immer mehr Erinnerungssaatatome des Gottesbewusstseins integriert, werden all die Verzerrungen und Unvollkommenheiten, die ihr aus den Konzepten, die ihr als eure Wahrheit akzeptiert habt, geschaffen habt, langsam korrigiert. Viele dieser niederfrequenten Konzepte werden in euer Bewusstsein gefiltert, um geheilt oder eliminiert zu werden. Wir verstehen, dass dies ein unangenehmer, beunruhigender Prozess sein kann. Ihr habt ein heiliges Existenzzentrum in eurem heiligen Herzen, das ihr eure Diamantenkern-Gotteszelle für diese subuniverselle Erfahrung nennt. Um euch herum befindet sich ein ätherisches, viertdimensionales, großes Dreieck der Existenz, das die Säule des Lichts und das Kreuz der Materie enthält, die ihr im Laufe der Zeitalter errichtet habt. Ihr existiert in einem goldenen Ovoid, einem Hologramm, das sich ausdehnt und immer mehr göttliches Liebeslicht ausstrahlt, wenn ihr mit immer höheren Bewusstseinsfrequenzen in Resonanz geht. Diamantene Partikel des göttlichen Lichts enthalten lebende Energie, die für eine bestimmte göttliche Blaupause programmiert wurde. Wenn ihr auf diese Schöpferessenz zugreift, müsst ihr sie mit eurer liebenden Absicht aktivieren. Dann müsst ihr sie mit den Wünschen eures Überseelen höheren Selbst programmieren, die immer in Harmonie mit eurer persönlichen göttlichen Blaupause sind. Auf den materiellen Ebenen der Existenz muss das Schöpferlicht mit eurer Essenz als Mitschöpfer kodiert und aktiviert werden, bevor es in die Welt der Form ausgestrahlt werden kann. Es erfordert großen Mut und Ausdauer, selbstbewusst und seelenbewusst zu werden. Eine ständige Haltung der Dankbarkeit und des Dankens ist Nahrung für die Seele. Ihr werdet immer geübter darin, neue Konzepte und die Fülle an Informationen zu analysieren, die jetzt durch die ermächtigende Gabe der Unterscheidungskraft zur Verfügung stehen. Jetzt, wo ihr mehr auf Spirit und die innere Stimme eingestimmt seid, könnt ihr schnell feststellen, ob ein Konzept mit eurer inneren Wahrheit übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, solltet ihr es ohne Böswilligkeit oder Verurteilung verwerfen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, legt es beiseite und bittet euer höheres Selbst, es für euch auf unmissverständliche Weise zu bestätigen. Wir sind uns bewusst, dass ihr mit vielen neuen Konzepten bombardiert werdet, von denen einige die Grenzen eures begrifflichen Verständnisses sprengen. Geliebte, bitte seid euch bewusst, dass alles, was ihr erlebt, Teil des Wiedervereinigungs- und Aufstiegsprozesses ist,
der die gesamte Menschheit und die Erde betrifft. Viele von euch erleben wundersame Ereignisse in ihrem Leben und wir bitten euch, mutig genug zu sein, diese Wunder mit euren Freunden zu teilen. Habt keine Angst vor Spott oder Kritik. Ihr werdet öfter Zustimmung als Ablehnung und öfter Interesse als Verachtung finden. Die Religionsgemeinschaften beginnen, teilweise aus Angst, ihre Anhängerschaft zu verlieren, einige der gemäßigteren kosmischen Lehren zu übernehmen. Es spielt keine Rolle, wie oder warum, aber es ist alles zum Wohle der Menschheit und wird dazu beitragen, den Transformationsprozess der Erde und ihrer Bewohner zu beschleunigen. Ein Teil des Einweihungsprozesses besteht darin, dass ihr alles, was euch lieb ist, alles, was ihr besitzt, eurem göttlichen Selbst übergebt, um das höchste Wohl aller zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass ihr das, was ihr abgebt, verlieren werdet. Es bedeutet, dass ihr bereit seid, den göttlichen Plan durch euch wirken zu lassen, der immer zu eurem höchsten Wohl ist, auch wenn es im Moment nicht so scheint. Seid nicht bestürzt, wenn eure Vergangenheit nur noch eine verschwommene Erinnerung ist, vor allem die schmerzhaften Erinnerungen, die ihr in diesem Leben erlebt habt. Es ist an der Zeit, die Vergangenheit zu heilen und loszulassen, Geliebte. Es nützt euch nichts mehr, in vergangene Leben einzutauchen, um euch selbst zu heilen oder um zu verstehen, warum ihr in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Weise handelt oder reagiert. Das ist der alte Weg. Die Bewusstseinsverzerrung, die ihr in der Vergangenheit geschaffen habt, können nicht mehr existieren, wenn ihr euch durch die Prozesse, die wir euch gelehrt haben, mit diamantenen Partikeln bis zum Überlaufen füllt. Diese magischen Partikel enthalten die reine und vollkommene Essenz des Schöpfers, die nach und nach alle Verzerrungen in eurem aurischen Feld und eurem physischen Gefäß transformieren und umwandeln wird. Langsam aber sicher werden die Unvollkommenheiten, die ihr sowohl in eurem Inneren als auch in eurer äußeren Welt geschaffen habt, korrigiert. Denkt daran, dass ein langsames, stetiges Voranschreiten auf dem Pfad zur Selbstmeisterung führt. Es ist die Ego-Persönlichkeit, die ständig nach mehr Informationen und dramatischer Bestätigung verlangt. Sie ist immer auf der Suche nach Aufregung, Dramatik und Sensationslust. Es hat sehr lange gedauert, bis die Erde und die Menschheit den gegenwärtigen Zustand der Unvollkommenheit erreicht haben, der jetzt so vorherrschend ist. Die Fortschritte, die ihr, die irdischen Wegbereiter und Diener der geistigen Welt, in so kurzer Zeit gemacht habt, sind wahrlich ein Wunder. Diejenigen, die sich jetzt fest auf dem Pfad der Erleuchtung befinden, haben zweifelsfrei bewiesen: Mit jeder höheren Frequenzebene, die ihr erreicht, lasst ihr die Situationen, Menschen und Dinge zurück, die nicht mehr mit eurer neuen Bewusstseins- und Resonanzebene vereinbar sind. Die multidimensionalen Tore der Vergangenheit schließen sich und die Tore der Zukunft öffnen sich in einem viel schnelleren Tempo, da sich der Aufstiegsprozess beschleunigt. Die Angst vor Veränderungen war lange Zeit ein wichtiger Kontrollfaktor in eurem Bewusstsein. Zu Beginn eurer Reise in die Dichte habt ihr eine große Vielfalt an Selbstdarstellung und Veränderung gesucht und euch an jeder neuen Schöpfung erfreut. Erst während eurer irdischen Erfahrungen habt ihr vergessen, dass ihr ein Mitschöpfer seid, der mit einem vollen Maß an schöpferischen Fähigkeiten ausgestattet ist und dass ihr eine direkte Verbindung zur Kraftquelle der Schöpfung habt, die der Fluss des Lebens oder die Antakarana genannt wird. Ihr, die Sternensaat vorhut, die ihr fleißig daran gearbeitet habt, die Resonanz eures physischen Gefäßes zu verfeinern und eure emotionale und mentale Natur zu verbessern, um zu einer akzeptierten Ebene der Dualität zurückzukehren, seid jetzt dabei, die restlichen unausgewogenen Frequenzen
in den höherdimensionalen Ebenen der vierten Dimension zu klären. Ihr habt eure persönlichen sieben Siegel des höheren Bewusstseins harmonisiert und dadurch euren physischen Stab der Kraft aktiviert. Ihr seid jetzt dabei, eure kosmische Lichtsäule zu klären und zu verfeinern, damit ihr in einer Welt leben könnt, die ihr selbst geschaffen habt und die aus den drei höheren Unterebenen der vierten Dimension besteht. Die meisten von euch, die unseren Lehren treu gefolgt sind, haben einen Strom von Frequenzen angezapft, die sich aus einer Vielzahl von Frequenzen der fünften Dimension und einem kleinen Strom von Licht aus der sechsten Dimension zusammensetzt. Ihr Geliebten, ihr seid gerade dabei, eure neue persönliche Formel des Lichts und des Lebens auf der Eingangsebene der fünften Dimension zu erschaffen. Dies ist ein entscheidender Schritt im Aufstiegsprozess. Wenn es euch gelungen ist, eure Seelenlied-Resonanz in der höchsten viertdimensionalen Ebene fest zu verankern, seid ihr bereit, in die Einstiegsphase der fünften Dimension einzutreten, die Nullzone genannt wird. Bevor ihr diesen großen Bewusstseinssprung macht, ist es wichtig, dass ihr euch die Disziplin angeeignet habt, innerhalb der erforderlichen Parameter der Dualität zentriert zu bleiben. Eure Fähigkeiten, sich in der Welt der Form zu manifestieren, werden dramatisch zunehmen. Wenn ihr also geistig und emotional nicht diszipliniert seid, werdet ihr noch mehr Chaos erzeugen, was euch höchstwahrscheinlich wieder in ein dichteres Frequenzmusterhologramm zurückziehen wird. Wir werden euch in naher Zukunft mehr Details über die Nullzone geben. Tapfere Träger des Lichts, seid ihr bereit und willens, als Pfadfinder ins Unbekannte aufzubrechen? Seid ihr bereit, euch den Pionieren des Lichts anzuschließen, die den Weg in die himmlischen Welten der fünften Dimension bahnen? Jede höherdimensionale Ebene bietet neue Möglichkeiten, die euch Zugang zu vielen neuen Fähigkeiten und zu erweiterter Weisheit verschaffen werden. Jede höhere Ebene wird euch aber auch in vielerlei Hinsicht herausfordern und von euch verlangen, Dinge loszulassen, die nicht mehr eurem höchsten Wohl dienen. Ihr habt viele Facetten eures höheren Selbst auf dem Weg zurückgelassen, als ihr den Pfad in die niedrigeren Dimensionen hinabgestiegen seid. Auf eurer Rückreise in die höheren Reiche der Liebe des Lichts müsst ihr nun auch bereit sein, Menschen, Verhaltensweisen und Dinge loszulassen, die nicht mehr in eure gegenwärtige und zukünftige Realität passen. Das ist notwendig, damit ihr beginnen könnt, die verfeinerten, höher bewussten Facetten eurer fünfdimensionalen heiligen Triade zu integrieren. Geliebte, wir unterstützen euch auf jede erdenkliche Art und Weise, innerhalb der Grenzen des universellen Gesetzes. Wir warten auch geduldig darauf, dass ihr euch uns in den verschiedenen Pyramiden des Lichts anschließt, die überall in der fünften Dimension stationiert sind. Wir haben euch gesagt, dass ihr nicht nur eure persönliche göttliche Blaupause für das neue Zeitalter integriert, sondern auch dabei helft, die neue göttliche Blaupause des Wassermann-Zeitalters auf und in der Erde zu verankern und zu aktivieren. Viele von euch sind bereits Säulen des Lichts für die gesamte Menschheit und viele weitere werden es noch werden. Wir übermitteln euch die ganze Strahlkraft der heiligen Liebe, des heiligen Lichts, die ihr integrieren und teilen könnt. Ihr werdet über alle Maßen geliebt. Ich bin Erzengel Michael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.